Die Bonner Bauindustriefirmen konnten im abgelaufenen Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr beim Auftragseingang insgesamt ein erfreuliches Plus von 18% verbuchen. Dies sei, so der Vorsitzende des Verbandsbezirks Bonn, des Bauindustrieverbandes NRW, Volker Jelden, Ausdruck der insgesamt recht erfreulichen Konjunkturentwicklung in NRW. Wie er und sein Stellvertreter Hans-Bert Mohr anlässlich des Jahrespressegesprächs ihrer Branche mitteilen, ließe diese zu verzeichnende positive Tendenz durchaus auf ein gutes Baujahr 2013 hoffen. Die Bauunternehmen seien mit einem großen Auftragsbestand ins neue Jahr gegangen, denn aufgrund der schlechten Witterung der vergangenen Monate konnten viele Aufträge nicht abgearbeitet werden. Die Produktion verschiebe sich somit in das laufende Jahr 2013.